Und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. 1600 Euro heute im Pott, wer uns den besseren Döner liefert. Wir haben hier die Shinies, Jungs. Wir haben hier die Shinies. Bevor wir euch vorstellen, einmal dran schnuppern vielleicht. Du auch noch mal. 1600 Euro. Ihr habt das Preisgeld bestimmt. 1000 Likes, 100 Euro. Und das könnt ihr auch in diesem Video. Bestimmt, wie viel das Preisgeld im nächsten Video ist, indem ihr den Daumen oben knallen lasst. Und dann, denke ich, sind die Regeln klar. Wir haben Kevin am Start und wir haben Olli am Start. Ja, und die beiden werden uns heute ihren Döner präsentieren. Wir sind in Essen. Wir sind jetzt bei deinem Döner. Genau. Richtig. Wir sind bei deinem Döner. Sag nur mal eben kurz, vielleicht ganz kurze Vorstellung so und dann auch zu deinem Döner natürlich. Ja klar. Also mein Name ist Olli. Man kommt hier aus der Ecke natürlich, aus dem schönen spirituellen Herzen Altendorfs. Essens kann man sagen. Altendorf. So. Ja Mann, wir stehen hier vor dem Kartal Döner. Man kennt ihn schon lang. Ich gehe hier auch, sage ich mal, mein Leben lang essen. Das Besondere ist einfach, der Spieß, das Ganze selbstgemacht natürlich, geschichtet aus Kalb und Pute, Salat natürlich immer frisch, selbstgemachte Soßen, 12 verschiedene Gewürze in dem Fleisch, also. Ich weiß nicht, was man mehr will. Die Ansage von ihm im YouTube-Kommentar, ich bringe dir den besten Döner Deutschlands. Was sagst du dazu? Ich kann Kevin ihm leider nicht zustimmen, da mein Döner aus Duisburg meiner Meinung nach der beste Döner Deutschlands ist. Selbstgemachtes Fleisch, selbstgemachte Soße. Zwar ist das Brot nicht selbstgemacht, jedoch verspricht der Döner einiges. Okay. Seid gespannt, auf jeden Fall. Wir haben zwei zuversichtliche Teilnehmer heute. Ich würde sagen, wir gehen einfach rein, wir frieren die Eier ab, ne? Und die Eichel. Ja, wir gehen mal rein. Ich habe extra noch nicht reingeguckt, weil ich mir alles vorbereiten wollte für drinnen, also alles quasi spontan. Moin, mein Lieber, grüß dich. Hi. Wir werden heute deinen Döner testen. Ich habe für euch beide noch was ganz Wichtiges zu sagen. Ne? Achtet drauf, Leute. Ihr seid dafür zuständig, dass der Döner im optimalen Zustand kommt. Wenn ihr irgendwas seht, wo ihr denkt, so, oh, das könnte stören, das wird einscheißen im Döner, dann müsst ihr für sorgen, natürlich dem Dönermann, in dem Fall dem Kollegen, wie ist dein Name? Faisal. Dass ihr dem Faisal jetzt, du sagst, mach keinen Mist, ne? Und mach so und so. Ne? Kann immer Fehler passieren. Wie essen wir den Döner jetzt, Kevin? Ja, also grundsätzlich wie du möchtest. Olli, sorry, Olli. Alles gut, Mensch. Ja. Geheimtipp wäre das Sahnekraut hier. Ja, ansonsten klatscht du dir drauf, was du magst. Mhm. Oh, geil. Und wie kann ich mir dieses Sahnekraut vorstellen? Ist das so, sieht wie, fast wie Coleslaw aus, nur dass die Farbe ein bisschen fehlt? Bringt halt nochmal so ein bisschen Frische in den Döner. Okay. Mit ein bisschen Käse natürlich auch immer lecker. Ja. Grundsätzlich ein bisschen Tzatziki. Tut schon gut, aber du weißt ja, ich bin auch jemand, der gerne ohne Soße ist. Wäre das zu trocken? Was würdest du sagen, Faisal, ohne Soßen oder mit? Eigentlich mit Soßen. Mit Soßen. In meinem letzten Video habe ich gelernt, auch das kann man machen, wenn das schon der Chef sagt, dann würde ich Tzatziki und Schaf einfach nehmen. Das ist bei mir die normale Wahl. Dann nehme ich vom Sahnekraut, Zwiebeln, Tomaten. Okay, machen wir so, Faisal. Was ich mag auch, Faisal, ne, ist das, man, es wird nicht überladen. Manchmal als Kunde, es gibt tausend Sachen und du weißt gar nicht, was du nehmen sollst. Und ihr habt hier nur halt ganz basic ein paar Sachen. Schön Sumak auch noch drauf oben, ne? Mhm. Schmeckt. Oben noch ein bisschen Gewürze auch. Gibt es die immer auf dem Döner drauf, oder? Ja, das ist sehr scharf. Das sind unsere Spezialisten, ja. Das ist mittelscharf, das ist halt unser Zumak. Okay, okay. Wie kann ich mir das vorstellen beim Spieß Hähnchen und Kalb? Wie viel Anteil ist so im Spieß drin? Nimmst du Kalb, nimmst du Gute. Die Gewürze findest du nirgendwo. Das sind so Algengewürze, hausgemachte Gewürze, die mischen wir selber. Ja. Wir haben so einen Produzenten halt. Ja. Und der macht das halt für uns die Spieße drauf. Ach so, also ihr holt das vom Dönerproduzenten einfach? Richtig. Ah, okay, verstehe, verstehe. Also da muss ich auch immer sagen, das sagt ja bei jeder Dönermann, ne? Ne? Aber ich bin gespannt. Also da muss ich auch den Olli nochmal in die Pflicht holen. Also ich habe vorab gefragt, ne? Ich will ja ein Selfmade-Duell haben. Das ist der Punkt, den dir aber alle Dönermänner sagen, ne? Das Gewürze ist unser eigenes, aber vom Produzenten, ne? Ja. Das hast du aber anders erzählt, mein Lieber. Ich habe mir den Döner von dir auch angeguckt. Das ist ja auch ein Hackfleischspieß, aber selbst gemacht, ne? Genau, stimmt. Ja. Werden sehen. Wir schauen mal. Wir sehen, wir schauen mal. Wir schauen mal, da bin ich gespannt.
sieht schon sehr krass aus, ne? Also wenn ich jetzt einfach mal nur das Fleisch einmal annasche. Rein vom Geschmack her, das ist brutal, brutal, brutal. Ja, ich war ein bisschen geschockt, als ich wieder gehört habe, Gewürzmischung aus der Fabrik und dies und das. Da hat die was labert, er mich hier schon wieder voll. Immer noch was Eigenes. Das ist schon sehr besonders. Also die Zusammenstellung auch, habe ich ganz selten gehabt, so im Döner. Ne? Und das ist so knusprig kross. Also Kevin, das ist hart. Du musst gleich mal das Fleisch probieren. Olli wollte übrigens auch noch nicht jetzt essen. Olli und Holly sind am Start, Mann. Ich bin gespannt auch, was du sagst. Mit Sahnekraut, sehr gewagt, sehr süß. Ich würde eins sagen, ne? Musst du jetzt sagen, ob das für dich in Ordnung ist? Alles mit Sahnekraut geht nicht. Das ist zu süß. Das geht echt nicht. Zu süß. Ja, der Döner hat krank viel Potenzial. Wenn du sagst, es ist für dich in Ordnung, fair noch, würde ich einen zweiten nehmen. Aber wenn du sagst, nee. Ja klar, kannst du machen, natürlich. Ja? Okay, wir haben unseren neuen Döner. Kevin, was sagst du denn zu dem Döner bzw. auch zu dieser süßen Soße? So, ich finde das Fleisch ist brutal, muss man zugeben. Mhm. Die Kombi mit dem Salat, mit Zwiebeln schmeckt geil. Aber die Sahnesoße muss ich dir recht geben, ein bisschen zu süß. Ist okay so, aber okay, also ich ist ein bisschen zu süß. Da gibt es sicherlich viele, die es voll abfeiern. Ne? Zum Beispiel Achmed ist ja auch gerne süße Soße und so. Ne? Da haben sicherlich einige Liebhaber eine Wonne dran. Eine Wonne. Jetzt wollen wir mal reinbeißen, ja. Auch eine Kombi, die ich gern mag diesmal. Ein bisschen dezenter, bei so einem Döner auch nicht unbedingt Tomate. Ist jetzt auch, sag ich mal, kein traditioneller Döner an sich. Kraut, ein bisschen Eisberg, Zwiebeln drin. Knackiges Brot, wirklich knackig. Starkes Tzatziki. Schön sahnig auch. Ja. Schön sahnig. Ich hab dir gesagt, du wirst in Döner liegen. Kevin, würdest du sagen, du hast jetzt mehr Angst als vorher? Nee, ich bin zuversichtlich. Ich glaube schon, ja, okay. Dass meiner besser ist. Okay. Mhm. Das Fleisch ist auch so schön kross. Kennt ihr das, wenn das so richtig hart ist beim Biss manchmal? Also nicht so, als würde ich auf Stein beißen, aber so wirklich, wo ihr merkt, diese Röstung. Man hatte oben eine Phase halt, natürlich hat oben das Fleisch draufgelegt. Natürlich richtig schön die Fleischbombe gehabt. Vielleicht kommt auch mal eine Salatschicht. So Salat ein bisschen im Vordergrund rückt. Im Großen und Ganzen lebt der Döner. Erstmal vom knackigen Brot. Vom sahnigen Tzatziki kann ich auch nur ins Herz legen. Vom knusprig, wirklich on point angebratenen Fleisch, was richtig hart ist zwischen dieser harte Biss, aber geil. Das Brot ist auch so knusprig, dass du halt auch diesen Knusper merkst. Und natürlich auch die Röstung. Vom Brot. Die lieben es immer bei meinen Videos, wenn ich sage Röster. Röster-Romolle, werde ich auch genannt. Ja, jetzt kann man. Ich würde sagen, Leute, ich snack auf, dann sehen wir uns bei deinem Döner, Kevin. Bis gleich. Also Leute, wir sind jetzt beim Bottrum Grill hier. Bei dem besten Döner Deutschlands. Also was für schlechte Döner. Das steht ja drauf, 100% Kalbfleisch, ja. Aus eigener Herstellung. Die hausgemachte Dönersoße. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Das werden wir uns gleich angucken. Ihr habt noch eine kleine Überraschung für euch, Leute. Wirklich. Wisst ihr, was das ist? Ingwer. Ja, davon werden wir uns jetzt, dank mir später, kleines Stück reinhauen. Macht euch gefasst, der Körper wird erkennen, dass ihr es braucht gerade und es wird euch sogar gut schmecken. Ich nehme auch selber ein Stück, ne? Nicht, dass ihr denkt, ich prank euch hier. So, einmal für dich, einmal für dich. So, das ballert man einfach zerkauen. Ja, ja. Wie gesagt, der Körper merkt, ihr braucht es. Ich würde euch sogar schmecken gleich. Das ist wie ein Absacker, wisst ihr? Dieser Saft, der da rauskommt, das räumt den Magen auf. Und gleich ist mit dem Hunger noch viel besser. Boah. Geht gut rein, ne? Also, wir werden rübergehen. Ich bin heiß wie Frittenfett. Ich sehe das schon direkt. Fleisch aus eigener Herstellung. Kalbfleisch, 100% Rind. Nee, gar nicht wahr. Was laber ich da? 100% Kalbfleisch. Komm, wir gehen rüber, Jungs. Selbstgemachtes Fleisch. Was erwartet uns hier? Wie trumpft dieser Döner? Brot schön knusprig. Fladenbrot? Ja, Fladenbrot. Aber wie heißt das? Kommt ja da raus. Ja. Ah, aus Dosa. Das ist ein Toaster. Schön knusprig. Dosa, ja. Das Fleisch ist einzigartig. Die Würzung, das ist einfach der Geschmack. Ist einfach bombenartig. Dann die Soße muss probiert werden. Und ja, also wir werden sehen. Okay, wir werden sehen. Dann lass uns mal rein ins Getümmel. Haus was rein? Bei dir, Olli. Ist der so auf edel gewesen, so auf edel alles gemacht? Das hier ist eher so Standarddöner, wie man es kennt, ne? Also auch von der Salataussage, deiner war so auf Feinkost.
Weißt du, wie ich meine? Ja. Auch Feinkost? Habe ich dir auch erzählt. Der Laden war vorher ein bisschen familiärer eingerichtet. Mhm. Die haben das Ganze jetzt noch ein bisschen, sag ich mal, moderner eingerichtet. Ne? Also. Aber wenn man guckt, Leute, der Vergleich, ne? Hier ist so, sag ich mal, eher basic, ne? Was nicht schlecht sein muss. Ein selbstgemachter Hackfleischspieß, was ich sehr begrüße. Einer der besten Döner Deutschlands, unumstritten Ur in Berlin. Hackfleischspieß, selbstgemacht. Ne? Hier auch ein selbstgemachter Hackfleischspieß. Oft, wenn ich die selbstgemachten Hackfleischspieße sehe, die, sag ich mal, zweite Klasse waren, sahen die schon sehr misshandelt, wollte ich gerade sagen. Mitleidenschaft gezogen aus. Der sieht wirklich einfach, wenn man es nicht wüsste, könnte es auch ein gekaufter Spieß sein, so wisst ihr? Sieht professionell aus. Ja, okay. Das ist genau deins, Achmed, ne? Also ich sag nichts, ich möchte keinen beeinflussen, aber das ist genau meins. Das stimmt. Ich liebe selbstgemachte Hackfleischspieße. Das ist für mich einfach Döner. Ja, ne? So wie man ihn kennt. Ja. Und denkt dran, Leute, Achmed hat einen neuen YouTube-Kanal, ne? Müsst ihr mal drauf gucken. Ich schwöre, weißt du, was ich machen wollte? Ich wollte eigentlich so auf Undercover deine Kamera nehmen und so selber Werbung machen. Nein, der hat mich nicht drauf aufmerksam gemacht. Der einzig wahre Achmed. Müsst ihr unbedingt eingehen bei YouTube. Kevin, wie nehmen wir jetzt den Döner? Alles drauf, eventuell, wenn du magst, mit Pepperoni und auf jeden Fall Dönersoße. Okay, Tzatziki oder scharfe Soße noch dazu, meinst du, ne? Also ich nehme immer eine hausgemachte Dönersoße. Komm, ich nehme nach deiner Empfehlung. Ich mag auch diese Cocktailsoße. Das steigt ein bisschen die Stimmung gerade. Definitiv, ja, ne? Ich bin halt zuversichtlich, ich kenne Döner. Ich weiß, der wird euch auf jeden Fall gefallen. Der ist einfach geil. Okay, 1,6 würden aber schmecken jetzt, ne? Auf jeden Fall. Ja, ne? Mal schauen, ob es die Dönersoße da mit dem guten alten Sahnekraut aufnehmen kann. Ja, das Sahnekraut, zur Not gibt es noch zweite Runde auch. Guck mal, den Trick habe ich ja noch nie gesehen. Guck mal, Achmed, Alter. Warum? Wird schneller fertig, denn, ne? Ah, Dönermänner, guckt alle hin, so wird das gemacht, ne? Bist du Chef hier eigentlich? Bist du Chef? Ich bin Schwiegersohn. Deine Frau ist Tochter vom Chef? Ja. Ah, habe ich richtig kombiniert, ne? Ja, ja, ich bin schnell hier oben. Und was machst du jetzt, wenn... Ah, nee, das ist, passiert ja bei euch gar nicht. Scheidung gibt es nicht so oft bei euch, ne? Dann wird Job ganz schnell weg. Jungs, wisst ihr, was das ist? Keine Ahnung. 10 Euro, wer weiß. Das ist Ingwer. Wollt ihr probieren? Ja. Ich geb dir ein Stück. Glaub mir, schmeckt gut. Ja. Du musst ein Stück probieren hier. Alle drei. Alle drei haben schon. Gesund, sehr gesund. Doch, musst du, komm. Für die Ehre. Ich geb hier, du musst wechseln. Später. Später, okay? Hoffentlich vergisst er. Bisschen vielleicht noch kostiger, vielleicht noch ein bisschen warten. Eine Minute, zwei Minuten. Das meine ich. Schön eingreifen, das ist wichtig gewesen. Ne? Hätte ich jetzt auch gesagt. Das hat in den Karten gespielt, dass er gefragt hat. Ne? Ja, gut. Hättest du die Eier gehabt sonst auch sozusagen? Ich glaube nicht. Da ist er schon mal, Leute, nicht, dass wir das vergessen. Okay, ihr Lieben. Mir ist gerade aufgefallen, die Peperoni. Beißt du da mit rein, mit in die Peperoni oben rein? Nee, ich würde sagen, doch, kannst du die rausnehmen, weil... Ja, haust du rein, Digga. Also erstmal Fleisch, sage ich euch, auch wieder Wucht, Mann. Ich sage euch den Vergleich zum normalen gekauften Spieß. Gekaufter Spieß ist eine feine Bratwurst, eine feine mit, sage ich mal, richtig fein gewolften Hack. Und dann gibt es da grobes Hack. Ja, also eine grobe Bratwurst dementsprechend auch. Und das ist der Vergleich zu normalen Hackfleisch. Also du merkst den Unterschied zum normalen Spieß. Definitiv. Habt ihr das gehört? Das hat man gehört. Geile Soße. Ich wollte die Soße noch wechseln. Habe ich nicht gemacht. Gute Entscheidung. Sehr, sehr geil. Olli, was sagst du? Sehr knusprig, das Brot, das Fleisch mundet auch. Ich kann mich nicht beklagen an sich. Bist du dir doch sicher, dass deiner gewinnt, oder? Auf jeden Fall. Okay. Also ich bin überzeugt. Okay. Ja, dieser Döner ist schon viel fleischiger. Viel fleischiger. Das ist hier halt eine knappe Schicht mit Gemüse. Mhm.
zur Soße weiß ich gar nicht genau, was ich sagen soll. Mein erster Gedanke war gerade, boah, der ist mit der Soße aber vorne. Aber dann kam mir deine sahnige Tzatziki-Soße in den Sinn, auch stark gewesen. Ja. Es ist auf jeden Fall ein leckerer Döner. Unten kommt er wieder mit der Soße langsam. Ich denke mir, meine Vorprognose, da bahnt sich so ein Feeling an, dass unten wirklich nochmal voll die Power kommt. Soße vermischt, Fett vermischt. Das war bei deinem Döner, muss ich sagen, unten ja gar nicht, weil du nur oben die Soße hattest und unten war es bei deinem relativ trocken. Da habe ich noch, kurz nachdem Ahmed gefragt hat, habe ich ja noch gesagt, so perfekt eigentlich. Aber zum Schluss, ganz unten, hat ein bisschen Soße gefehlt. Da hätte man ja auch die Wahl gehabt, sage ich mal, dass die Soße... Hätte man machen sollen. Ja, hätte man machen können. Hier ist es genau andersrum. Hier fehlt oben Soße und unten läuft das Ganze runter. Genau verkehrte Welt. Eine Frage, Jungs. Was würdet ihr mit dem Geld machen? Ich würde mir 300 Döner holen. Aber das schaffst du gar nicht. Das kostet 1,8. Bis auf den ein oder anderen Döner. Ein bisschen an Mama, ein bisschen an Papa. Und dann schaue ich mal, was ich mir gönne. Geil. Okay. Ich werde jetzt eben noch den letzten Happen nehmen. Bin jetzt zur Bewertung. Bis gleich. So, Jungs. Wie fühlt ihr euch? Satt. Satt auf jeden Fall. War ein guter Tag, ne? Hat man vieles Neues gelernt, schön Döner und Essen kennengelernt. Also ihr habt beide jetzt einen Döner gegessen, den ihr noch nie probiert habt, ne? Richtig. Ja. Würdet ihr euch immer noch beide vorne sehen? Ja. Ja. Also erstmal zu deinem Döner, lieber Olli. Lieber Holle. Nochmal als Trostpreis, sage ich jetzt schon für den Verlierer, ZEC Plus, Deutschlands Nummer 1, für die Supplements meines Vertrauens, Holle10 ist der Code, gerne in der Videobeschreibung draufklicken. Und ja, gönnt euch, damit gibt's Erfolge. Für die Gains. Zu deinem Döner. Boah, ich muss mich jetzt mal ordnen. Also dein Döner war stark. Dein Döner war wirklich stark. Hat einfach vom Fleisch her krank performt. Soße, Sahne, ich hätte mir noch mehr von gewünscht. Und allerdings, da wurde es echt trocken. So die letzten Bissen, wo man sich eigentlich bei anderen Dönern drauf freut, war bei dir ein kleiner Schwachpunkt. Einfach Soße ins Brot, dann wären noch kranker gewesen, ne? Dein Fleisch hat mich auch sehr überzeugt. Dieses grobe, dieses selbstgemachte. Ja. Muss ja dazu sagen, am Ende des Tages war das kein Selfmade-Döner. Aber naja, das war ein Selfmade-Döner. Grobes Fleisch, Bombe. Anders. Die Soße hat gebockt. Bisschen mehr wäre auch geil gewesen. Am Ende des Tages war es zu wenig Soße, muss ich einfach sagen, wodurch es auch leicht ein bisschen trocken wurde. Genau das gleiche Problem wie da. Jetzt haben wir hier einen Selfmade-Döner, da einen Nicht-Selfmade-Döner. Ich gebe dir, mein Lieber, 7,7 Punkte von 10. Wirklich stark. Also inzwischen diese Bewertung bei mir zu kriegen, ist nicht leicht. Das darf man nicht unterschätzen. Es war ein starker Döner. In Hamburg wäre das, boah, wird er abrasieren auch. Dein Döner. Wo er mir sagte, vor Selfmade. Ich frage noch 10 Mal nach, ne? Ja, du kriegst von mir... Acht von 10 Punkten, das ist niemals. Geile Sache, Junge. Ich hab dir gesagt, du wirst den Döner lieben. Er war heftig, wirklich, muss ich sagen. Kartal Döner, Essen, Altendorf, Kopernikusstraße 1. Der ist heftig, Leute. Soße ins Brot rein und ihr seid auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Jetzt gibt es für dich 1600 Euro oder du nimmst die nächste Runde, wo es auch um Döner geht, um 4000 sichere Euro plus 1000 Likes. 100 Euro, bis zu 20.000 Likes, das heißt bis zu 6.000 Euro wäre die nächste Runde. Das heißt 1.600 Euro oder... Ja, ich bin am Zappeln, aber ich glaube, ich spiele safe und nehme die 1,6 jetzt mit. Du nimmst die 1,6? Oh, okay. Ich dachte, er spielt. Gutes Ding, sicheres Cash. Ja. Was also, hättet ihr gemacht in den Kommentaren? Schreibt's rein, Mann. Auf jeden Fall. Also, geil. Vielen Dank. Jungs, Kevin, tut mir leid. Ja, sehr gerne, Digi. Aber danke fürs dabei sein, Jungs. Danke, danke. Und dann sehen wir uns. Kommentare, Leute. Kommentare. Hier, das Eiweiß. Super, danke. Kommentare. Daumen oben knallen lassen. Abo, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und bei der nächsten Folge dabei sein. Und bis zum nächsten Mal.